Bäum. Guten Tag. Bäum. Hallo? Bäum. So, wir sind wieder zurück. Cut Life geht weiter und wir hatten ja jetzt in der letzten Folge am Ende diesen Bug. Keine Tiere. Auch irgendwie viele Bäume waren nicht da. Ja. Gnomi ist zwar neben mir, Stone ist wieder in der Base gelandet, aber der ist schon unterwegs. Und siehst du Tiere? Ich habe gerade eben noch einen Triceratops gesehen. Ich töte sogar Tiere. Ganz viele. Hier unten ist ein Trike, direkt vor mir. Wo? Ah, ich sehe, okay, hinter dem Baum. Die sechs Sache sieht das Tier. Der ist gerade vor meinen Augen weggeploppt. Ja, ist egal, aber sonst sehe ich auch die anderen Tiere, sind ja noch da. Da ist ein Mensch-Berserker. Oh, hier sind ganz viele Triceratops. Komm, wir laufen einfach mit dem Weg entlang. Oh. Naja, der musste jetzt hier mich unbedingt bemerken. Der Weg ist unser Ziel. Das Leichen wären unser Ziel. The way is gone. Hier ist aber eine schöne Insel hier. Also wäre auch eine schöne Stelle gewesen zum Bauen, ne? Also wir hätten natürlich jetzt ein bisschen blöd wenig Materialien. Drumherum müsste man immer wieder über diese komische blaue Pfütze. Aber sonst? Mal im Jesus-Style. Oben drüber. Ist eigentlich ganz nett. Ich finde es aber doch trotzdem total kacke, das Wasser. Ja, das ist auch nicht schön. Ja, die Insel ist echt schön. Die Insel ist schön, ja. Hat sogar noch viele Ressourcen. Recht viele für das, was dass sie so klein ist. Und auf direkt natürliche Höhlen. Ziemlich tief sogar. Okay, bist du auf der Insel noch? Ja, ich bin an der Seite reingegangen in die Insel. Da ich bin schon auf Wasser. Hier ist nämlich noch diese Mini-Insel mit dem rosa Baum. Ja, genau. Und von der Seite gibt es einen Eingang in ein Höhlensystem, das geht schon weit runter. So, natürliche Art. Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja. Ja, nee, ist klar, nee. Ja, nee. Ist klar, wa? Ach, da ist er. Also diese kleinen Bugs, die immer so auftauchen, kleine, ich sag's immer kleine Bugs, das ist eigentlich ein eher nerviger Bug, dass jetzt immer Tiere verschwinden oder Bäume irgendwie 2D werden. Ich denke mal, das hat was eher mit meinem, weil ich bin ja der Server im Moment, hat was damit zu tun, glaube ich. Nicht unbedingt. Meinst du? In Kombination, glaube ich. Ich glaube, die Kombination aus PC und schlecht optimiert. Oh, er konnte nicht einmal zuschlagen. Das ist schön gewesen. So und nicht anders will ich das Ganze haben. Okay. Ah, Elite. Es ist sogar ein Elite, den wir brauchen. Entweder ist das ein blauer oder ist das. Hä, wir sind ja so schnell. Was? Mhm. Der da geradeaus. Ja! Deck ist dreifach beseelt. Ich kann es nicht nehmen. Jetzt ist es dran. Das habe ich doch. So, jetzt bin ich wirklich dreifach beseelt. Bam, 938 Leben. Und 28.287 aus Zauber. 27.000. 27.000? Ich kann leider nur 27.000 Kilometer weniger laufen als du. Ups. Nein, aber wirklich, du hast 27.000, keine 28.000. Ja. Das kommt so, glaube ich, weil du hast, glaube ich, noch ein paar Ringe oder sowas verzaubert. Nö, ich hab da nichts. Die Rüstung sollte eigentlich auch. Das hab ich schon falsch angeschossen. Die hab ich gar nicht gesehen, den Golden hier.
Oh je. Da geht das Spiel schon wieder los. Dann gehen wir mal weiter. Wir brauchen ja sowieso ein Elite. Was, das, solange der doof da rumsteht? Bei dem räumen wir gerade wieder an. Solange der da doof rumsteht, mache ich ein Foto von dem. Ja, mach mal. Sag jetzt, wo seid ihr denn gerade? Wir sind jetzt 7F. 7G. Ne, 7F. Wir gehen gerade zur 7G F. rüber. Obere, oben rechtes Viertel. Also beinahe, also sie geht gerade zur G rüber. Richtig. Genau. Richtig. Mit SCH, SCH. Ich bin gerade bei der Kuhle von F, mitten mit F bin ich gerade angekommen. Der Wasserkuhle da, die keine Kuhle ist, sondern Land. Hier ist auch ein goldener noch, aber es ist keine Elite, wir machen den trotzdem kalt. Kalt? Na, willst du nicht sterben? Nee, will er nicht. Dreht sich auch immer noch rum. Voll böse. Ich finde das Spiel so schön. Das finde ich so chillig und so gemütlich gemacht. Wo bist du eigentlich jetzt hin? Ach, da. Ich bin hier hinten am Redwood rum. Wir müssen noch ein paar Golden Boys killen. Golden Boy. Irgendwie so ähnlich war doch das. Ach, Golden Boy, ja, ja. Das, wenn ihr das jetzt von 007 das Lied singt, war es Golden Eye. Nee, wir reden über Anime Golden Boy. Achso. Und das Titellied. Wissen wir, das die Hommage in Musik. Ich bin jetzt genau auf der Linie zwischen F und G, wenn wir zu lang kommen. Wir sind jetzt gerade G. Knapp drüber. Okay. An der Küste von 7G. Ja, dann laufen wir geradeaus. Wir sind noch oben. Nur geradeaus geht's jetzt gleich nicht mehr weiter. Ich komme dann irgendwann auf die Küste, dann soll ich irgendwann auf mich treffen. Da kommt er auf mich. Lauf weg! Versteck dich hinterm Baum. Irgendwie sehe ich dich nie. Bist du stehen geblieben? Jetzt gerade ja. Ah, okay. Seh dich. Hm? Wem mich? Na, ah, ich sehe dich. Ich sehe den Stone, aber der hat keine Rüstung an. Oh. Das sieht so aus, als ob er einen Kürbis auf dem Kopf hätte. Anstatt Kopf. Hallo. Hallo. Immer wenn ich dich schlage, schlage ich mich auch. Automatisch kriege ich dann auch Schlag. Aua! Warte, mach wirklich diese Schaden? Schlag mich nochmal? Ja, ich krieg zwar Schaden, das ist die Anzeige, aber ich krieg keinen Schaden zurück. Also wirklich kein Abzug. Nee, es ist. Was soll ich? Aber ich krieg einen Schaden, wenn ich. Ich hab ja schon vorher einen Schaden gehabt. Schaden, ja. Richtig. Aber darf ich sehe keine Tiere mehr. Nee, jetzt. Jetzt schon wieder, oder was? Jetzt ehrlich? Ja. Was ist denn passiert? Ja, also ich weiß nicht, ob hier welche sein sollten, aber hier sind keine. Ja, ich habe schon die ganze Zeit unterwegs keine mehr gesehen. Ja, wir haben doch gerade. Du bist gerade eben, bevor du gekommen bist, du bist so schuld. Gerade die ganzen Roboter platt gemacht. Ja, aber die Sache ist, da warten die ja gerade. Das heißt, da sind die schon gespawnt gewesen. Jetzt kommen wir in ein neues Gebiet, jetzt müssen neu gespawnt werden. Ach Mensch. Also ich locke ich mich vor dir aus, wenn du hier rausgehst. Dann bin ich im Marsch, mach ich nicht nochmal. Ja, dann. Keine Ahnung, es kommt nichts mehr. Lockt euch mal aus. Also wir gucken, kommt einfach zu mir. Auf den Hügel hochgehen, zum Überblicken der Karte. Da oben an die Kirschbaum-Ding. Von da oben muss man eine gute Aussicht haben. Was? Also warte, 6 bis 6? Ne, es ist Gnome. Ja. Warte mal, Gnome heißt bei mir, was? Bleibt stehen, Gnome? Gnome, bleib doch mal stehen! Letzter Windzug heißt du bei mir. Was für ein Windzug? Letzter Windzug. Letzter Windzug? Ja, Setz, Wind.
Doc. So heißt Gnome gerade bei mir. Okay, warte, schau dich mal. Nö, der Gnome. So, ich hab's in Chat geschrieben. So ist der Name gerade bei mir. Gnome. Okay. Oberdex? Aua! Du wolltest mich einfach nur hauen, das weiß ich ganz genau. Ne. Du heißt The Arsch. Ja, er heißt, er hat auch 891 Live von 0. Von 0? Ja. Bei mir ist alles in Ordnung. 891-0. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich glaube, du bist auch so eine Windsocke. Egal. Und Sprung. So, und wir sind wieder drin und wir machen jetzt mal direkt Hardcore laufen. Komm, zack. Lauf. Geronimo! Ein paar Spinnen habe ich irgendwo rumkrapseln sehen. Da waren die Spinnen. Da ist noch so ein blauer. Den hänge ich ab. Blind im Tiefflug. Da vorne ist schon wieder eine Spinne. Und ein anderer blauer. Irgendwer hat mich gerade angerüllt. Hier wollte ich auch gerade sagen, hier hat irgendwas gerade gerülpst von der Seite. Bei den Spinnen habe ich manchmal das Gefühl, das sind eigentlich fehlgeleitete Katzen. Okay. Oder sind das die Mini-Raptoren, die dieses Miau-Geräusch machen? Okay, ich glaub, Miau. Die Mini-Raptoren. Oder hier hinten die Wölfe, die dahinter da sind. Oder habe ich habe das Gefühl, hier kommen wir nicht mehr an. Goldene Roboter. Stimmt, wir hätten eigentlich schon lange da sein müssen. Nee, wir müssen noch was weitergehen. Wir waren noch da, was. Nee, da kommen die Omgu. Aber. Wir sind schon längst durch. Also, ich hab ja. Dort, wo wir die letzte Mal die geholt hatten. Das war, ist war ja bei mir aufgedeckt. Nee, das war bei mir noch weiter rechts runter. Nein, da warst du die erste Tour mit dem Chor gewesen hier. Nee, ich bin. Was bei mir aufgedeckt war so 7D. Bis hierhin. Wir waren hier nicht mit den Golden Robotern, das war ganz oben im Norden. Weil sie. Ja, zu 100%. Okay. Da, wo wir auch vorhin den gemacht haben. Hier geht's jetzt wieder ins Lobo-Check-Gebiet. Hier unten kommt nämlich Omgul. Ach so. Omgul-Turin. Hab ich jetzt zum Beispiel das Bild auch bei mir noch offen, so zur Hälfte. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Ich hab jetzt gedacht, das wäre hier unten gewesen. Nö, hier unten ist das Lobo-Check-Gebiet. Das war ganz oben in der Mitte vom Norden. Also. Einmal auf D und einmal da F zu gehen. Ja. Ich finde die Spinnen-Sounds richtig böse. Die Spinnen-Sounds sind richtig, richtig fies. Dieses so. Das hat sich angehört, wie du einen Trabi anlassen würdest. Sind die irgendwie schwächer als unten? Die Spinnen? Gefühlt ja. Das sind sie nicht so viele auf einmal. Das wird der Grund sein. Oh, Elite. Mal weiter runter zum Strand. Warum? Wir können doch einfach querbeet gehen. Ja, aber am Strand sind eher die goldenen. Bis jetzt. Oben habe ich noch nie welche gesehen. Achso, ja, okay, das schon. Aber ich dachte, wir gehen jetzt einfach mal zu querbeet rüber zu dieser. Zum Strand, wo wir eigentlich hin müssen. Ja, aber zwischen F und G gibt es auch die Möglichkeit. Gab es auch ein paar, ne? Na, wenigstens haben wir ja schon mal zwei gefunden. Vor allem ganz viel Ex-Mensch bei Serga. Yeah.
Das ist ein Elite, aber das ist ein Nümmling. Ich habe echt auch so. Da sehe ich schon ein paar goldene. Ja? Ja, aber glaub normale. Ja, zwei Stück. Oh, du bist hier rechts. Ich auch nicht, als ob du irgend so ein Eisengerät kaputt hauen würdest. Also zwei gleichzeitig ist schon kritisch, muss ich sagen. Die haben aber echt mega viel Leben, ne? Oh, ich verhungere gerade schon wieder. War das nochmal so ein Roboter? Standard. Aber Elite. Strike. Elite Rhino. Strike. Strike. Damit der weg ist. Nee, ich hab's nicht auch eingesammelt gekriegt. Ja, manchmal ist das ein bisschen buggy gerade, aber wie gesagt, das hat glaube ich nichts mit dem Spiel zu tun. Das glaube ich bei mir gerade irgendwie ein bisschen Banane. Wir haben jetzt auch das Spiel schon so oft neu gestartet, wegen irgendwas. Schlimm. Ja. Im Moment gerade ein bisschen unspielbar, ganz komisch. Da vorne ist noch voll. Die gehen jetzt auch wieder gerade nicht kaputt. Komm, Goldheini. Lass dich klopfen. Da ist ein Elite. Goldner. Raus. Ja, Moment. Huch. Glück noch. Huch. Ah, da hinten ist der, meinst du? Ja. Moment, ich bin gerade. Zurücklaufen wieder. Respawned, aber wo bin ich denn jetzt? Hä, was ist denn passiert? Bist du gestorben? Ja. Ah, ich dachte, du wärst irgendwie runtergefallen. Nee, mich hat's den Elite. Der hat einfach ein Schuss zu viel geschafft. Was ist los, Dex? Bei mir steht ja noch. Hast du das aufsammeln können? Ja. Ja? Ja, er ist auch weg bei mir. Da steht nichts. Okay, bei mir steht ja noch. Wir sind genau in der Mitte von F. F7. Dann warte ich mal hier. Muss jetzt wieder von zu Hause hier hinlaufen? Ja, ich glaube, ich bin zu Hause. Oh, dann will ich aber da bleiben. Oh, jetzt kommen auch langsam die ersten Bäume. Louis läuft was ganz langsam. Wir nehmen Sachen vom Gnome mit, Stone. Ach so. Ja. Ich wollte gerade sagen, die wichtigsten Sachen hatte ich ja eh rausgelegt. Warte, dann schmeiß ich mal alles weg, was ich nicht brauche. Ja, ich gucke auch gerade irgendwas. Zeugiges. So, der Rest ist von dir.
Siehst du noch eine Elite irgendwo? HP. Timeline. Nö, ist nichts mehr da. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir wieder die Tiere wechseln. Ich sehe gerade schon wieder nichts. Genau hinter dir, du bist angegriffen. Ich sehe nichts. Ja, ich schlag gerade Bett mal steht. Ich kill gerade den Zweig. Ich sehe hier nichts. So, da. Oh, jetzt ist er explodiert. Ich habe keine Tiere gerade mehr. Jetzt bin ich wieder alles weg. Das ist gerade okay. Heute unspielbar. Kannst du echt für die Pfeife rauchen. Nee, das ist nicht schön. Nee, da komm. Stony, ich sehe hier wieder nichts mehr. Machen wir hier Schluss? Ja, warte, ich bin gerade mitten im Fight. Ich hau mal zu. Irgendwo hin. Ja, tot. Okay. Bleib mal stehen. Aber lock mal nicht aus, sondern ich schmeiß dich raus. Dann kommst du wenigstens nach Hause. Also Leute, hat ja wunderbar geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Total für den Po. Aber egal. Wir haben ja wenigstens so einen haben wir noch bekommen und... Bei. Du hast einen, sogar drei. Ich meine, für diese Folge hatten wir einen. Oder zwei? Ich glaube zwei. Ich glaube, das war doch von der letzten Folge, oder? Ich weiß es schon gerade gar nicht letzte mehr. Folge wir haben jetzt insgesamt drei Stück. Ja. Du hast zwei, ich habe nur einen genommen. Stimmt, das ist gerade ein bisschen verwirrend, weil wir mussten so oft Stopp machen, weil irgendwie alles hier irgendwie nicht wirklich funktioniert. Egal. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir gehen hier langsam auf die 100 zu und damit sage ich dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschu, tschu, tschu. Bis dann. Tschüss. Ich wollte sagen, ich habe dir Schaden zugefügt, habe ich aber nicht. Au. Jahre später. Ich springe dich um. Die Schiff! Du hast die Rüstung kaputt gemacht, die ist voll löschrig. Du hast mich voll angeguckt, du. Ich hab ein Loch reingemacht in den Kopf, ich sehe das genau. Ich hab genau gesehen, dass du mein Schwert kopiert hast. Das leuchtet nämlich genauso blau wie meins. Ja. Dafür habe ich einen schöneren Schwertkopf. Boah, das ist unfair.